Wir sind zurück in Setúbal, Durchgang 2, Entscheidung der Gruppe G, Marokko gegen Belgien. Es gibt einen Wechsel bei den Belgiern, die aktuell hinten liegen. Trossard ersetzt Thorgan Hazard auf der linken Seite, also jetzt ein neuer Impuls bei den Belgiern. Marokko aktuell tatsächlich Gruppensieger mit 7 Punkten. Das wäre eine Premiere bei diesem Weltpokal. Und im Parallelspiel, das vielleicht noch zur Info für den zweiten Durchgang, steht es aktuell 2:0 für die USA. Damit ist Südkorea im Moment ganz weit entfernt vom Achtelfinale. Abgefälschter Ball, Dries Mertens. Ja, Bundu macht es ein bisschen spannend, wenn er dann wegrutscht. Kriegt den Ball nochmal wieder. Amrabat für Ashraf Hakimi. Ziyech. Hakimi. Nächste Flanke. Gut verteidigt. Aber das sind diese Aktionen, die jetzt auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich wieder kommen. Mit Hakimi. Mit Ziyech. Amrabat. Abgeblockt von Tielemans. Das ist Trossard. Neu auf der linken Seite. Mertens. De Bruyne. Lukaku. Klasse gehalten von Bonu. Dazu gut mitgespielt von der Verteidigung. Ball gleich rausgeschlagen. Erste Chance des zweiten Durchgangs für Belgien durch Romelu Lukaku. Und es gibt den nächsten Freistoß, den nächsten Standard für Kevin De Bruyne. Vorher wird getauscht. Und es wird nicht De Bruyne, sondern Axel Witzel, der zumindest mal auf den Platz kommt. Marcina zudem raus für Munir bei Marokko. Und jetzt stehen Hazard und Vertonghen bereit für den Freistoß. Kurz ausgeführt. Trossard. Super gespielt. Das ist die Chance. Eden Hazard. Und nochmal. Mertens. Ball war nicht draußen. Lukaku. Tielemans. Nächste Möglichkeit. Klasse gehalten und klasse mitgespielt vom gerade eingewechselten Munir. Vielleicht sehen wir es nochmal, aber zunächst schauen wir, ob Marokko mit dem Konter kommt. Sie haben eigentlich alle Zeit im Moment. Im Parallelspiel ist das 3:0 gefallen für die USA, die also bereits ausgeschieden. Hier die Marokkaner nochmal ordentlich mithelfen. Heftige Grätsche, alles fair, geht weiter mit Lukaku. Steht schon wieder. Das ist Mertens! Und da ist der Ausgleich durch Dries Mertens. Hat einiges gebraucht. Einiges an Offensivaktionen gebraucht für dieses Tor der Belgier. Es ist kein Abseits beim Pass von Lukaku, der weiterspielt, nachdem er kurz davor noch abgegrätscht wurde. Da war alles fair. Dann Mertens und Bonu ist sogar mit den Fingerspitzen noch dran, aber kriegt den Ball nicht mehr entscheidend umgelenkt. Belgien damit wieder auf 1, Marokko auf 2. Mit dem Ergebnis im Parallelspiel bahnt sich an, dass das hier das Spiel der beiden Achtelfinalisten wird und nur noch die Frage, wie rum entschieden wird. Nächste Chance! Klasse gespielt, El Arabi gegen Courtois. Super Abschluss von El Arabi. Aber auch für die Fotografen, für die Bildermacher dieses Weltpokals, die Parade von Thibaut Courtois. Es gibt den zweiten Wechsel bei Marokko.
Amrabat geht, Fajar kommt und Wechsel Nummer 3 bei Belgien, Carrasco neu drin. Witzel. Witzel, stark nachgesetzt. Mertens, Witzel. Gut, von Orgwert. Fajar. Vertonghen passt auf. Tiedemans. 20 Minuten sind es noch. Gegner. Schauen wir gleich drauf. Zunächst mal die Chance für Mertens. Nächste Glanztat von Yassin Bounou. Gegen den Torschützen, gegen Dries Mertens. Groß gemacht, Ball abgewehrt. Also potenzielle Gegner fürs Achtelfinale aus der Gruppe H. Italien, Mexiko oder die Schweiz. Das wird heute Abend entschieden. Dann freuen wir uns auf das letzte Spiel, beziehungsweise die letzten beiden Gruppenspiele dieses Weltpokals 2022. Loser ersetzt Amrabat, letzter Wechsel bei Marokko und Eckball für Carrasco. Hazard. Irgendwie durchgekommen. Eden Hazard. Mertens, nochmal Mertens und nochmal Hazard, Lukaku, Bounou ist draußen. Bisschen zögerlich, aber dann doch die richtige Entscheidung gewählt, rausgekommen, ehe Schlimmeres passiert durch Romelu. Lukaku, guter Ball für den eingewechselten Munir. Lukaku, Ball kommt nicht durch für Trossard. Fajar. Gutes Spiel jetzt, Viertelstunde noch in Setúbal. Es ist einmal mehr der Kampf zwischen diesen beiden Teams. Wir haben die Geschichte erwähnt, zweimal hat sich Marokko durchgesetzt. Einmal im Achtelfinale, ganz spät in der Verlängerung per Elfmeter. Und einmal deutlich vor zwei Jahren in der Gruppe. En-Nesyri kriegt den zweiten Ball. Fajar reingeworfen. Ziyech! Und Thibaut Courtois. Alles offen. Erste Halbzeit ging klar an Belgien. Bis das Tor fiel. Zweiter Durchgang. Im Moment ausgeglichen. Trossard. Lukaku bleibt einmal mehr hängen an Aguert, der hinten inzwischen alles irgendwie dicht macht gegen diese Angriffe, die immer wieder kommen. Kaum auszurechnen, über wen? Über De Bruyne, über Mertens. Gut, De Bruyne draußen. Mertens, Hazard, alle gefährlich. El Arabi, Hakimi, irgendwie durchgestochert. Sieben Minuten noch. Mertens. Witzel. Witzel. Tiedemans. Also, Entscheidung ist natürlich gefallen. Diese beiden Mannschaften sind durch im Achtelfinale. Aber wie rum? Nochmal Trossard. Hazard. Nächste Möglichkeit. Klasse gehalten. Bounou hält das Unentschieden fest für Belgien. Wäre es mit dem 2:1 dann klar gewesen, denn nochmal das Unentschieden spricht im Zweifel für die Belgier, spricht für Platz 1 mit einem Sieg. Mit einem 2:1 jetzt wäre es entschieden.
Marokko braucht ein Tor für den Gruppensieg. Was das wert ist, erfahren wir heute Abend, wenn die Gruppengegner ausgespielt werden. Hazard, kein Abseits von Mertens. Nochmal rausgeschlagen. So, vielleicht nochmal ein Angriff über El Arabi. Gibt es noch irgendwas, was Marokko zeigen kann? Bisschen weniger in den letzten Minuten. Belgien doch wieder näher dran am Siegtor hier. Mittlerweile in Chirtubay. Witzel. Ball kommt durch. Lukaku. Gute Flanke. Aber ein bisschen dicht vor das Tor. Bono. 3 Minuten Nachspielzeit. Loser. So. Letzte Aktion vielleicht. Einmal noch mal Marokko. 3 gegen 4. Loser kriegt die zweite Flanke. El Arabi. Und das ist Faisal Fajar, abgeblockt von Belgiens Defensive. Und jetzt kommt nochmal Eden Hazard. Letzten Sekunden laufen in Chirtubay. Witzel. Mertens gestoppt. Und jetzt ist Schluss. Eine beeindruckende zweite Halbzeit. Ein offenes Spiel. Verdiente Punkteteilung. Und für die Marokkaner ist es damit erneut das Achtelfinale beim Weltpokal. Belgien gewinnt die Gruppe. Die erste Mannschaft, die ein wenig Punkte federn lässt für den Gruppensieg. Aber trotzdem war das ein wirklich beeindruckendes Spiel. Hatte was teilweise von K.O.-Charakter in den letzten Minuten, weil eben das eine Tor entschieden hätte und die Marokkaner noch vorbeigebracht hätte. Dafür hat es dann am Ende nicht ganz gereicht. Belgien ist unterm Strich verdient Gruppensieger und ist damit möglicherweise den starken Mexikanern aus dem Weg gegangen. Auf der anderen Seite Marokko verdient weiter und Südkorea hat in der Nachspielzeit sogar noch das 0-4 kassiert. Damit reicht es eindeutig nicht zum Weiterkommen. Sie hätten es aber auch mit dem Ergebnis hier nicht mehr schaffen können. USA noch vorbei. Das ist das letzte Wort zu dieser Gruppe. Wir melden uns jetzt heute Abend wieder mit den letzten beiden Entscheidungen. Wir zeigen das Spiel Italien gegen Japan. Da geht es für den vierfachen Weltmeister gegen das auszuspielen parallel Mexiko gegen die Schweiz. Eine äußerst spannende Ausgangslage, weil die Mexikaner bereits vorqualifiziert sind und Italien und die Schweiz um das zweite Ticket kämpfen werden. Bis später!